So Leute, mein Wolfgang ist doch ein kleines Cleverchen. Hier sind mehr Verkaufsstände. Ewald W., immer schon gewesen. Ne? Hier sind mehr Verkaufsstände und mein Wolfgang wollte einen Wodka trinken oder wollte Wodka kaufen und ich habe gesagt, es gibt keinen. Ich habe neben Stand gefragt. Ich hatte natürlich nicht gefragt, was macht der? Er fragt einfach, weil Wodka heißt Wodka und die wissen natürlich, was er will. Aber die Polizei ist ja schon unterwegs. Kannst du da mal das zeigen? Ne? Ah ja, hier, da patrouillieren sie schon. Ja. Ja. So, also da muss man da. Ah, okay. Da. Ah, okay. Ja, alles wunderbar. Ja. Ich kriege jetzt noch ein paar Tage hier mit dem Zug fahren. Ich gewöhne mich langsam daran. Ja, dann planen wir uns noch, ja. Ja. Okay, was ist? So, wir haben wieder einen Stopp, um uns die Beine mit vertreten zu können. Irgendwo im Niemandsland. Zunehmend, dass die Taiga anfängt zu blühen. Ich hoffe, dass wir das wesentlich deutlicher auch in der Mongolei sehen werden. Nicht allzu weit weg, könnte man theoretisch zu Fuß gehen, aber mit dem vielen Gepäck macht das keinen Sinn. Das ist der Bahnhof. Keine russische Stadt ohne Lenin-Denkmal. Hier haben wir ein besonders großes in Ulan-Ude. Also Ulan-Ude ist die Hauptstadt der Teilrepublik Burjardien und das ist die Burjardien. Und das ist jetzt die entsprechende Duma. Nein. Keine Duma, das ist Präsidentenpalast. Okay, Präsidentenpalast. Okay. Alles gut. Also gibt es eine kleine Geschichte hier zu diesem Lenin-Kopf, der schon ziemlich gigantisch ist. Den haben die 1971 auf der Weltausstellung in Kanada ausgestellt. Keiner wollte ihn haben und am Ende ist er hier gelandet. Und Heidi findet keine Worte. Nee, also wir sind jetzt am Beginn unserer Stadtbummels in Ulan-Ude und Ulan-Ude und also die Stadt gefällt uns, also mir jedenfalls, dir auch. Das wird sich noch rausstellen. Ja, du mit der Stadt finden, das kannst du vergessen. Also mir gefällt. Das ist quasi so kurz vor dem Zentrum hier in Ulan-Ude. Wetter ist auch einigermaßen okay. Thank you.
vorne verletzt aus. Ich würde gerne mal wissen, was das hier ist. Das ist wie in jeder Stadt an der Transsibirischen Eisenbahn der Triumphbogen zu Ehren Nikolaus II. Das hast du ein Geschichtskenntnis. Ja. Das ist das, was man sehr häufig sieht in Russland. Im Hintergrund stupide Sowjetarchitektur, im Vordergrund uralte Holzhäuser. Wenn man sie noch sieht, überall. Wenn man sie sieht. Was ist das hier? Ich denke, du hast den Reiseführer gelesen. Steht nicht hier im Reiseführer, steht das Denkmal nicht drin, Schatz. Unglaublich. Cool, dann haben wir jetzt hier eine schöne Fußgängerzone in Ulan-Ude. Die gehen wir jetzt durch. Das sieht alles ganz ordentlich aus. Fußgängerzone von Ulan-Ude. Was heißt denn große Fußgängerzone? Oh, vielleicht nicht sagen. Musst du das jetzt fragen? Jetzt mal ehrlich, du stellst mich jetzt wirklich bloß. Danke. Ich stimme meiner lieben Heidi zu, dass es also hier Ulan-Ude ist wirklich schöner als Vladivostok. Ja. Definitiv. Ja. Ja. Ja, ähnlich wie Kasan, ja. Mhm, genau. Die Stadt ist definitiv schöner als Vladivostok. Das liegt unter anderem auch an so einer schönen Fußgängerzone. Diese Subway-Dinger immer das Bild versauen müssen. Ne? Auf jeden Fall. Ist man vorbereitet? Das ist die. Jetzt erzähl schon, was ist das? Hodikitreia-Kathedrale. Aha. Orthodox, ja. Das ist ja am Kreuz, ne? Diesmal können wir in die Kirche nicht reingehen, weil Heidi ihr Kopftuch vergessen hat. Hier in Ulan-Ude gibt es ähnlich viele Holzhäuser wie in Kirche. Kurz, der Reiseführer sagt da nicht allzu viel, oder? Das liegt wahrscheinlich daran, weil die Häuser natürlich jede Menge Stilbruch haben. Satellitenschüssel, moderne Rollladen und all so ein Kram. Das gehört natürlich nicht an solche Häuser dran. Schauen wir mal so ein bisschen, wo man mehr den Fluss sieht. Also der Fluss heißt Uda. Ja. Geht in diese Lenka und diese Lenka geht durch die Mongolei. Aha. Es ist eine Schande, dass solche Häuser verfallen.